Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich darf Sie alle hier heute sehr herzlich im Campusforum der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz und besser bekannt unter GIZ, sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen. Dies hier ist der Coworking Space hier im Campus Forum. Eine Fläche, die eigens geschaffen wurde, damit man auch mal noch andere Arten des Zusammenarbeitens ausprobieren kann. Wenn man hier ganz entspannt zusammenkommt, also man sitzt halt nicht entweder auf seinem Bürostuhl oder irgendwie an einem Konferenztisch, sondern kann sich hier ganz anders auch noch zusammenfinden. Zum Beispiel hier, diese Flächen gibt es auch sonst noch im Gebäude. Wir nennen die ein bisschen ironisch Amphitheater. Man kann sich hier zusammen hinsetzen, man kann brainstormen, man kann gemeinsam Gedanken entwickeln. Unsere sogenannten neuen Arbeitswelten, die wir hier verwirklicht haben, spiegeln neben der Nachhaltigkeit aber auch weitere zentrale Werte, die uns in unserem Handeln leiten, wider. Offenheit, Flexibilität, Transparenz und Kooperation. Kooperation ist für uns unverzichtbar, wenn es gilt, zukunftsfähig zu sein und zu bleiben. Das gilt für unsere Belegschaft, das gilt aber auch und vor allen Dingen für die Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern und unseren Partnern in aller Welt. Sehen Sie daher den Campus als ein Sinnbild dafür, wie wir arbeiten und wofür wir uns auch in Zukunft einsetzen. Wir leben den Wandel, wir gehen beständig neue Wege und öffnen neue Räume, um den Herausforderungen einer Welt zu begegnen, die uns stetig komplexer wird und immer weniger vorhersehbar ist. Wir haben einen nachhaltigen Planungsprozess aufgesetzt mit eigentlich all den Playern, die wir brauchen. Auch den Mitarbeitern, dem Betriebsrat, der Schwerbehindertenbeauftragung. Das heißt, wir haben versucht, über sämtliche, sag ich mal, Inputs einen optimalen Planungsprozess hinzubekommen. Immer natürlich ausgehend von dem, was möglich ist. Wir hatten die Puzzle-Workshops im Nachgang an ein dreitägiges Coaching mit der Beraterfirma, die den ganzen Umzug bzw. das ganze neue Arbeitsweltenkonzept hier im Campus begleitet hat. Wer wollte, konnte sich darauf anmelden und da war die Resonanz wirklich riesig. Das war wirklich sehr schön zu sehen, wie die Leute da sehr engagiert auch mit ihren kleinen Puzzleteilchen dann wirklich ihre Tischlein hingesetzt haben oder gesagt, da kommt ein Tisch hin, da kommt ein Pinboard hin, da machen wir einen Konferenzraum draus. Durch diesen Campus-Neubau oder durch den Campus-Komplex beantworten wir den Wunsch eigentlich vieler Kolleginnen und Kollegen und auch neuer Kolleginnen und Kollegen, ein nachhaltiger, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Nachhaltigkeit ist auf der DNA dieses Unternehmens. Das ist ganz zentral für die GEZ. In unserer neuen Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns der Klimaneutralität verschrieben. Und natürlich ist es wichtig, dass auch in Gebäuden, in unserem Tun, dass wir das leben können. Hier sieht man Photovoltaikpaneele, mit denen wird Strom hergestellt, der zum Teil gebraucht wird, um die E-Ladestationen für die Kraftfahrzeuge zu bedienen. Über die Rückkühlungsanlagen können wir eben sicherstellen, dass im Laufe eines Jahres eine ausgeglichene Energiebilanz zwischen Entnahme und Rückgabe des Wassers gewährleistet ist. Dieses neue Campusforum der GIZ steht für Nachhaltigkeit und Vernetzung und damit zugleich auch für zentrale Ziele der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Und so setzt die GIZ hier sehr innovativ um, wofür wir draußen in der Welt auch politisch eintreten. Wir sind in der wirklich privilegierten Lage, dass wir nicht nur entwicklungspolitische Ziele verkünden, sondern wir haben auch gleichzeitig noch die Organisation, das Instrument, aus diesen Zielen Wirklichkeit werden zu lassen und das Leben von vielen Menschen auf der Welt zu verbessern. Und deswegen kann man sich eine Welt, eine Stadt Bonn, einen Entwicklungsstandort Bonn ohne die GIZ gar nicht mehr vorstellen. Sie sind genau richtig hier und das wird abgebildet durch dieses wunderschöne neue Gebäude, zu dem ich Sie sehr herzlich beglückwünschen möchte. Bonn ist Deutschlands Nachhaltigkeitsstadt und auch UN-Stadt. Deshalb fühlen wir uns dort als GIZ natürlich sehr wohl. Wir freuen uns über die gelungene Atmosphäre, die wir geschaffen haben am Campus in Bonn mit den beiden Gebäuden Meander und Forum. Dieser Neubau liegt nahe am VN-Campus inmitten einer Vielzahl von internationalen Organisationen, Bundesministerien, Unternehmen, in der sehr starken Region für Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Innovation
für Europa in Europa. Die Tatsache, dass sie sich entschieden haben, 165 Millionen, insgesamt sogar 267 Millionen in drei Gebäude am Unternehmenssitz Bonn zu tätigen, ist ein klares Bekenntnis zu diesem Standort. Der Campus unterstreicht die zentrale Rolle der GIZ für das internationale Bonn und für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Ich danke Ihnen für Ihre Treue zu Bonn als Dienstsitz Ihrer Organisation und wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. Für mich steht ja GIZ für gemeinsam in die Zukunft. Das Flächenangebot folgt den Bedarfen der Kollegen und Kollegen. Das heißt, man hat sehr unterschiedliche Flächenangebote. Für jede Aktivität findet ihr Flächen zu Hause. Eigentlich bin ich Auslandsmitarbeiter. Unter den derzeitigen Umständen konnte ich bisher leider noch nicht rausreisen und habe dadurch weiterhin hier in Bonn im Campus meine berufliche Übergangsheimat sozusagen. Insbesondere profitiere ich von der offenen Gestaltung des Campus, da ich dadurch sehr einfach mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einheiten um mich herum in Kontakt bin und mich dadurch nicht so sehr als einsamer Gestrandeter fühle. Ich arbeite jetzt einfach nur mit 3 Digital Devices und das ist auch eine enorme Umstellung, aber es funktioniert und ich finde es klasse, wie einfach man plötzlich Dinge verändert, nur weil sich eben der Raum oder der Kontext der Zusammenarbeit geändert hat. Ich treffe andere Leute und komme mehr ins Gespräch, ne? Und dadurch entstehen natürlich auch mehr Einblicke in die Arbeit anderer. Als das ganze Gebäude konzipiert wurde und wir haben ja alle irgendwie mitgearbeitet auch, haben uns natürlich speziell auf diese Flächen gefreut, weil sie was ganz Besonderes sind. Und haben dann schon bedauert, dass wir die dann eigentlich nie wieder so richtig nutzen konnten. Insofern freuen wir uns jetzt alle sehr und es ist ja auch so langsam Land in Sicht, wenn uns nicht alles täuscht, wo wir das dann auch wieder so richtig mit Leben füllen können hier. Bleiben Sie gesund und wann immer Sie möchten. Unsere Türen und Tore sind weit offen. Sie dürfen uns dann in Zukunft, wenn die Pandemie das wieder erlaubt, auch hier in Bonn besuchen kommen.